Kinder, sprecht mir nach. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Hurra! Oh. Recht knapp, oder? Die Gefäße sind wirklich sehr klein. Ja, wir brauchen mehr davon. Gut, dann versuchen wir das. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich gedacht, wir hätten eine neue Geleeflut. Geleeflut, Geleeflut, Geleeflut. Wow. Sie müssen das aufhalten. Stück für Stück. Magischer Pudding. Zurück, zurück, zurück. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Doch kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitzen soll's, donnern, Nordwind blas los, Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's! Hurra! Lenny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen, auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Fertig! Ja, wollen wir mal sehen, ob die Seife den Fleck rausgewaschen hat. Oh, Daddys Krone ist etwas verbogen. Und seine Schuhe sehen nicht gut aus. Oh je, sind die Kleider des Königs immer so klein gewesen? Sie sind eingelaufen. Nanny Plum, sind die Kleider des Königs sauber? Das ist Mami. Fast fertig, Eure Majestät. Nanny, was können wir jetzt tun? Wer weiß, vielleicht müssen sie erst trocken sein. Dann kriegen sie wieder ihre normale Größe. Ja, Ben, ich werde sie mit einem kleinen Zauber trocknen. Der Schneider hat doch aber gesagt, dass wir nicht zaubern dürfen. Ach, ich setze doch nur einen klitzekleinen schwachen Zauber ein. Abracadabra, bald trocken seid. Donner und Blitz, stellt Feuer bereit. Nanny Plum, schnell, geben Sie mir des Königs neues Kleid. Unsere Gäste kommen jede Minute. Wo ist das gute Stück, Nanny Plum? Was riecht so verbrannt? Wir haben Daddys Kleid gewaschen. Da ist es eingelaufen. Und dann hat Nanny es mit einem Zauber leider verbrannt. Meine Güte! Ich fürchte, dann wird er seine alten Sachen tragen müssen. Die haben wir vorsichtshalber auch gleich gewaschen. Die sind auch verbrannt. Was? Damit hätte der König nichts anzuziehen? Ja. Hallo, wo sind meine Sachen? Gleich fertig, Schatz. Ich bin jetzt sauber. Einen kleinen Moment, dann bringt Nanny Plum sie dir. Wie wundervoll ich dufte. Nanny, rufen Sie den Elfenschneider. Oh, zu spät. Das sind König und Königin Marigold. Ich baue ein Spielzeugauto. Ich bastel eine Spielzeugente. Das wird ein Helikopter. Ein Spielzeugboot. Ich baue ein Spielzeugfrosch. Ich ein Spielzeughasen. Ich baue einen Roboter. Prinzessin Holly hat noch kein Spielzeug, wie ich sehe. Macht gar nichts. Ich zaubere mir eins. Zing, zang, zingi, zoi. Zaubere Spielzeug, klein und neu. Prinzessin Holly, in der Elfenschule ist Zauberei nicht erlaubt. Nur weil Elfen nicht zaubern können. Elfen könnten durchaus zaubern, wenn sie wollten. Doch Elfen tun es nun mal nicht. Und wir sind Elfen!
Prinzessin, ich stelle euch diese Spielzeugeule für heute zur Verfügung. Dankeschön, weiser alter Elf. Allerdings, den hier werde ich einziehen, vorläufig. Nur so lernt ihr das geschickte Arbeiten auf Elfenweise. Völlig ohne Zauberei. Oh. Keine Sorge, ihr bekommt ihn zurück, wenn der Unterricht zu Ende ist. Mädchen und Jungen, greift jetzt zu euren Hämmern und denkt immer daran, schlagt vorsichtig. Hallo, Nanny Plum. Was ist denn, Ben? Ich habe keine Zeit für Elfen ans Tor zu gehen. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, Prinzessin Holly ist zu beschäftigt für... Hallo, Ben! Hallo, Holly. Sieh mal, meine neue Uhr. Oh. Ist das eine richtige Uhr? Ja, du kannst sie ticken hören. Oh ja! Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Noch nicht, aber die Uhrzeiten sollen wir heute in der Elfenschule lernen. Ja. Und ich glaube, du willst nicht zu spät kommen. Ich bin ein Elf. Elfen kommen nie zu spät. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Ben. Ich würde auch gern so eine Uhr haben. Warum denn bloß Prinzessin Holly? Wenn ich eine Uhr hätte, wüsste ich, wie spät es ist. Wir Feen brauchen gar keine Uhren. Wir wissen auf andere Weise, wie spät es ist. Wie zum Beispiel, Nanny? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier ist eine schöne. Wie kann denn eine Pusteblume die Zeit anzeigen? Wir zählen, wie oft man pusten muss, bis alles weggepustet ist. Sieh her. Eins. Zwei. Drei. Es waren drei Puster. Das bedeutet 3 Uhr. Das versuche ich auch. Eins. Das bedeutet 1 Uhr. Oh, und ist es jetzt wirklich 1 Uhr? Oh nein, nein. Es ist nur ein Spiel. Aber Ben lernt heute richtig, wie man die Zeit ablesen kann. Darf ich auch in den Unterricht gehen? Na schön. Ich bin aber sicher, es macht nicht viel Spaß. Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen, ist es 12 Uhr Mittag. Wird heute überall heiter und... Eure Majestät, Gaston geht es schon besser. Na, bestens. Und das Feenpfund hat an Wert verloren. Gaston sagt, dass das Fernsehprogramm ziemlich langweilig sei. Und wie wäre das? Die Sendung sei zu laut. Dieses Programm findet er genau richtig. Sieh mal, Daddy, Gastons Niesen hat schon aufgehört. So, äußerst erfreulich. Er wird uns dann wohl verlassen können. Ach, Daddy, Gaston kann nicht nach Hause zurück, bevor seine Höhle repariert ist. Sonst erkältet er sich nochmal und dann wird er traurig. Tja, wir wollen natürlich nicht, dass er traurig wird. Gaston sagt, ihr wärt der netteste König auf der ganzen Welt. Genug, Gaston. Am besten sehe ich mal nach, wie weit die Elfen mit ihrer Arbeit sind. Hallo, weiser alter Elf. Wie viel Zeit wird es noch in Anspruch nehmen? Wie wir Bauleute sagen, keine saubere Arbeit entsteht durch Eile. Tja, ich finde, ein bisschen mehr Eile kann nicht schaden. Ich fürchte, dafür sind zu viele Probleme in den Griff zu kriegen, Eure Majestät. Es wird vermutlich eine verrückte Idee sein. Aber haben Sie schon mal versucht, den Stein über das Loch zu rollen? Ihr habt recht. Es ist eine verrückte Idee. Es wäre doch vielleicht ein Versuch wert. Bei allem Respekt, Eure Majestät. Jeder von uns übt seinen Beruf aus. Ihr seid der König und ich der Baumeister. Natürlich. Heb hoch, heb hoch, Schiff rein, Schiff, Schiff rein, Schiff, 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 Schiff. Heb hoch, heb hoch, nun kipp ihn um, nun.
und kipp ihn um. Prinzessin Holly, würdet ihr uns die große Ehre erweisen, die Burg freizuklopfen? Schiebt hoch, schiebt hoch. Tata! Können wir jetzt hineingehen? Wie denn? Sie hat keine Tür. Sekunde, das haben wir gleich. Ach, da ist eure Tür. Da wir jetzt unsere eigene Burg haben, entscheide ich, ich bin nicht mehr Prinzessin Holly, sondern ich bin Königin Holly. Und ich bin König Ben. Meine Güte, es ist Zeit, dass wir nach Hause fahren. Oh, Daddy. König und Königin würden gerne noch etwas länger in der Burg bleiben. Die Flut wird aber bald kommen und dann... Bitte, Mr. Elf, bitte nur noch ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen noch. Wir packen ein und ihr müsst sofort kommen, wenn wir euch rufen. Kommen wir. Versprochen. Sieh nur, das Meer scheint ja näher zu kommen. Klasse. Dann haben wir also bald einen Burggraben. Oh, Holly hat ja ihren Zauberstab liegen lassen. Da du gerade Holly sagst, wir sollten die Kinder einsammeln. Ich möchte nicht mehr nach Hause. Ich würde am liebsten hier bleiben, für immer und ewig. So, wo waren wir? Erste Zeile. Hokus pokus, plinkediplonk. Oh ja. Hokus pokus, plinketi. Nanny Plum! Nervtötend. Was will er jetzt schon wieder? Nanny! Ich will eine Tasse Tee! Ja, ja, ich komme. Da kann die Karte ja nie fertig werden. Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche. Tja, wie war Nannys Spruch? Ah ja, Hokus pokus, plinkediplonk. Ich versuch. Macht mir eine Geburtstagskarte, super duper flink. Es funktioniert. Nun macht schon, ihr verrückten Pinsel. Beeilt euch, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ihr frechen Hopspinsel! Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen. Zam, Hop, Zip, Boost, Groß, mehr und schneller los! Oh, das geht nach hinten los! Nanny! Teufel nochmal! Psst! Vergesst nicht, wo wir uns befinden. Wir müssen absolut still sein. Wow! Ist die groß! Hier stehen so viele Bücher drin. Wie kommt es, dass sie nicht zappeln und herumfliegen? Das sind ja keine magischen Bücher, Eure Majestät. Oh, und wie findet man immer, was man sucht bei dieser Menge? Wir fragen den weisen alten Bibliothekar. Und wo ist der weise alte Bibliothekar? Kann ich helfen? Sind Sie der Bibliothekar? Ja. Können Sie uns sagen, wohin die Sterne gehen, wenn es tagt? Ah ja, die Antwort findet sich in der Abteilung Astrophysik. Reihe 9, Signaturnummer 520.34. Hier lang. Wir haben aber schon in so vielen Büchern die Antwort gesucht. So? Und in was für Büchern? Zuerst in meinem Märchenbuch. Und auch in den magischen Zauberbüchern. Tja, wir finden verschiedene Bücher für verschiedene Dinge. Hier stehen Märchenbücher drin. Oh, über Hexen. Hier Bücher über Wissenschaft und Technik. Wow, ein
Raketenbuch. Da stehen Bücher über Musik. Oh, Volksmusik für Elfen, wie ich die liebe. Bücher über Tierhaltung. Oh, Hühner, sehr interessant. Bücher über Gemüse. Oh ja, das ist delikat, ganz besonders Erbsen. Es findet sich auf alles eine Antwort, wenn es das richtige Buch ist, das man aufschlägt. Ah, da wäre es. Ein Buch über Sterne. Wow, was ist das? Wissen wir auch nicht. Das ist ein Kokon. Die Raupen machen sowas. Und ist Betty Raupe da drin? Ja, wenn sie aber rauskommt, dann wird sie keine Raupe mehr sein, weißt du? Und was ist sie dann? Vielleicht ein Frosch. Ein Frosch? Aber vielleicht auch ein Vogel. Verstehe. Betty Raupe verwandelt sich in einen Vogel. Und dann kann sie fliegen. Ah, ein Kokon. Ja, Daddy. Betty Raupe steckt da anscheinend jetzt drin. Und wenn sie rauskommt, kann sie wahrscheinlich fliegen. Dann ist sie nämlich ein Vogel. Raupen verwandeln sich normalerweise durchaus nicht in Vögel. Verwandeln sie sich dann in Frösche? Auch nicht in Frösche, nein. Was wird sie denn sonst? Hallo, Betty. Oh, sie sieht aus wie vorher. Sie hat nun Flügel. Toll, sie ist ein Schmetterling. Betty Butterfly. Seht mal, jetzt fliegen sie alle zusammen. Wie glücklich sie nun aussieht. Schließen wir uns an. Na bitte, jetzt kann jeder fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ben, ich dachte, Elfen wären geschickt darin, Marienkäfer zum Fliegen zu benutzen. Richtig. Elfen können auf Marienkäfern fliegen. Und ich bin ein Elf. Wo gehen wir denn jetzt hin? Runter in die Küche. Wir können den Wunderkessel von Nanny Plum benutzen. Darin machen wir die Eiscreme. Oh, du hast doch nicht etwa vor, die Eiscreme mit Zauberei herzustellen? Natürlich, wie denn wohl sonst? Vorsicht, Holly, du weißt, deine Zaubersprüche funktionieren nicht immer so ganz richtig. Eiscreme machen ist doch das Leichteste von der Welt. Los geht's! Abracadu, Abracadang, Eiscreme für alle und den ganzen Tag lang. Siehst du, es funktioniert. Wow! Eiscreme für alle, greift zu! Oh, danke schön. Ich bringe sofort noch mehr. Oh, das ist aber ganz schön viel. Wird das nicht bald aufhören? Ich fürchte, ich habe gesagt, dass der Kessel den Tag lang Eiscreme machen soll. Oh je. Bald sind wir zu Hause. Ja. Und es ist beruhigend zu sehen, dass das Königreich nicht mit Klebrigem oder Ekligem überflutet worden ist. Richtig. Holly muss wirklich vernünftig gewesen sein. Ah, das ist doch jetzt viel zu viel Eiscreme. Lass es aufhören, Holly. Mach endlich Schluss. Ziggedi-Ziggedi-Zopp. Stopp, stopp, stopp. Ein Glück. Jetzt ist es besser. Wow. Ah! Hey. Wo ist unsere Eiscreme? Ah! Oh! Oh! Große Güte! Da kommt irgendjemand. Schnell unter das Bett. Muss Lucys Mami sein. Oh nein, sie hat das Fenster geschlossen. Wie kommen wir jetzt nur wieder raus? Das ist Elfensache. Elfen sind gut im Öffnen von Fenstern. Und ich bin ein Elf. Hör auf, Ben. Du weckst Lucy noch.
Verzeihung. Ich fürchte, da brauchen wir leider doch noch mehr als einen Elf. Ich ruf an, dass noch mehr kommen. Oh, wo hat mein Telefon denn hier Empfang? Ben, stell dich nur nicht so dicht vor sie hin. Oh, Hilfe! Was hat Nanny gesagt? Ach ja, beweg deine Flügel. Ich bin aber ein Elf, ich habe gar keine Flügel. Na schön, beweg deine Arme. Oh! Hallo? Du musst weiter schlafen. Du darfst uns nämlich nicht sehen. Wer seid ihr? Ich bin Holly. Ich bin eine Feenprinzessin. Eine richtige Feenprinzessin? Mit Flügeln, Zauberstab und allem drum und dran? Ja. Und das ist Ben. Er ist ein Elf. Hallo Holly, hallo Ben. Oh, ich hab dir einen Brief geschrieben. Dankeschön. Oh, der ist ja ganz winzig. Ein schlechter Empfang. Weißer alter Elf? Nanny Plum, ist Ihnen eigentlich klar, wie spät es ist? Ich rufe nicht an, um nach der Uhrzeit zu fragen. Wir sitzen in einem großen Haus fest. Das Fenster ist geschlossen. Ich brauche ein paar Elfen, die uns retten. Verstehe. Und wie viele Elfen sollten es sein? Na, alle. Die Mühle ist völlig außer Kontrolle. Sie überschüttet uns total mit Mehl. Ist es nicht die Aufgabe einer Mühle, das zu tun? Zunächst müssen wir die Geschwindigkeit reduzieren. Oh, na schön. Dann zaubere ich ein bisschen, um den Wind einzudämmen. Oh nein, danke schön, Nanny Plum. Wir haben schon genug Feenzauber erleben dürfen. Jetzt ist Elfengeschicklichkeit gefragt. Wie sieht Ihr Plan aus, weiser alter Elf? Wir werfen einfach dieses Lasso über die Flügel und halten so die Windmühle an. Das Seil gut festhalten, Elfen. Jawohl! Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir wissen schon genau, was wir tun. Alle Mann, jetzt zurücktreten! Das war super! Hurra! Gut gemacht, weiser alter Elf. Ich wusste, es funktioniert. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sehen nicht gerade sehr fröhlich aus, finde ich. Elfen sind nie wirklich fröhlich. Oh, wie wäre es, wenn Sie den Zauber jetzt doch beenden würden, Nanny Plum? Was hat er gesagt? Stoppen Sie den Wind! Oh, sehr gern! Wind sofort, wie nicht mehr am Ort! Umba, umba! Umba. Dürfen nicht vergessen, sie spielen heute für König und Königin Marigold. Die tragen die Nase sehr hoch. Uns gefällt Umpa-Musik. Doch König und Königin Marigold gar nicht. So ist es. Nun spielen Sie Hollys Lied bitte, ja? Entzückend! Holly, klingt die Elfenband denn schon etwas besser? Ja, Daddy. Sie haben den ganzen Tag ununterbrochen das Lied geübt. Na schön, sie sollen spielen. Oh. Das ist viel besser. Ja. Sehr charmant. Und dennoch denke ich, König und Königin Marigold gefällt's nicht. Warum nicht? König und Königin Marigold lieben keine gewöhnlichen Sachen. Und die Instrumente klingen, wie soll ich sagen, grob. Das haben wir gleich. Wie? Ich greife kurz zur Magie. Und alles klingt sofort toll normal. Nun spielen Sie bitte, Mr. Elf. Thank you.
Fantastisch. Das klingt genau wie die Musik, die König und Königin Marigold gern hören. Problem gelöst. Das scheint sie nicht zufriedenzustellen. Wenn ihr was zu essen wollt, kann ich euch das mit meinem magischen Picknickkorb herbeizaubern. Was würdet ihr denn gern essen? Sie sagt süße Dinge. Und was für süße Dinge? Gelee? Oh, ich zaubere gern Gelee. Vorsicht, Nanny Plum. Wir wollen keine neue Geleeflut. Keine Sorge. Ich weiß schon, was ich tue. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring uns Gelee in Maßen her. Wollt ihr noch mehr? Kein Problem. Vorsicht, Nanny Plum. Oh, Mr. Elf, keine Panik. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Nanny, jetzt wollen sie alle Gelee. Große Güte, wir haben doch nicht so viel Zeit. Da werde ich wohl viel mehr zaubern müssen. Nein, Nanny Plum! Viel mehr davon her. Oh, die Geleeflut! Die Geleeflut zeigt uns jetzt den Weg nach draußen. Ich kann etwas von unten hören. Was ist das? Geleeflut. Was rufen Sie da? Geleeflut? Was ist Geleeflut? Geleeflut! Oh! Geleeflut!